Hallo ihr Lieben, ich wollte euch was zeigen und zwar geht es um eine neue Palette von mir, die ich mir via eBay bestellt habe. Ich bin total froh, weil ich habe die bei Diana 0380. Diana 0380 ist so, was Lidschatten angeht, ist sie meine Queen, echt. Also sie hat so, was die nudigen Farben und sowas angeht, hat die total meinen Geschmack und auch diese kräftigen Farben. Wenn ich mal kräftige Farben nehme, dann sind das wirklich so Farben, die ich bei ihr gesehen habe. Und ja, weiß ich nicht, dann fixt sie mich sowas von oft an, dass, oh, naja. Aber diese Palette fand ich einfach schön, als ich sie bei ihr gesehen habe. Fand die aber zu teuer beim Red Rocks Stand und im Internet auch. Und dann habe ich die durch Zufall, ich weiß gar nicht, was ich bei eBay gesucht habe. Matt Damon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diese Palette hier entdeckt und habe mitgeboten. Und am Schluss war ich wirklich der Höchstbietende und ich war einfach nur happy oder bin oder wie auch immer. Ich finde die einfach total cool. Das ist diese matte Palette, weil da nur matte Farben drin sind und ich bin immer so phasenmäßig unterwegs, dass ich mal matte Farben besser finde, mal schimmrige, also und im Moment mag ich total gerne die matten Töne, keine Ahnung, wahrscheinlich zum Winter hin werden das wahrscheinlich wieder die schimmrigen sein, ich habe keine Ahnung, aber ja, die ist total cool, die Palette, vor allem finde ich hinten echt witzig drauf, steht drauf dann wie so eine Art kleiner Steckbrief, kann ich mal zeigen. Hier so ein kleiner Steckbrief ist da drauf, finde ich total witzig. Da steht dann halt zum Beispiel 1,88 Meter groß, Augenfarbe blau. Was heißt das? Achso, wahrscheinlich in Cooperation so ungefähr, ne? Eyeshadow-Palette. Und Hobbys, lange Spaziergänge am Strand, cremige Eyeshadows, also cremige Lidschatten und Fabulous Liners. Also ist echt ganz... Und ja... Auf jeden Fall war da halt auch noch diese Umverpackung mit bei. Die habe ich jetzt aber in der Schublade. Und das ist wieder mal diese Magnetverschlüsse. Ja, die geht dann halt, wie gesagt, so auf. Hat hier unten ein kleines Pinselchen drin. Das ist der gleiche, glaube ich, wie in der Nude Tube Palette, nur dass der ein bisschen kleiner ist. Den habe ich noch nicht benutzt. Der war auch nicht benutzt. Steht auch so Balm drauf und so ganz süß. Wird mit so einer Art Bändchen rausgeholt. Und die, natürlich war die Palette benutzt. Also was heißt natürlich? So natürlich ist es nicht. Aber ich habe sie halt bei einer Privatperson gekauft. Und ja, daher war die schon benutzt. Allerdings nicht so viel. Man sieht, die Farben sind noch alle sehr gut erhalten. Und die Namen sind halt auch ganz witzig. Ich habe, ich kann euch die mal swatchen. Das ist einmal, soll ich noch mit Base? Komm, ich mache mit Base. Ich habe die Base jetzt aufgetragen, zwar sehr nachlässig, aber egal. Es fängt an mit Matt Smith. Das ist ein ganz nudiger, heller Ton. Dann Matt Gallagher und Matt Ramirez. Das ist dieses, so, ich kann kein Spanisch, auch nicht dieses R-Rollen. Und das sind diese drei Farben. Einmal, man sieht es kaum. Jetzt sieht man, das ist hier der Ton, das ist so ein ganz heller, dann so und das ist Matt Gallagher und das ist dieser Ramirez, wie der Typ da immer heißt. Ich finde die Töne alle wunderschön. Ich habe zum Beispiel diesen Will Smith wollte ich gerade schon sagen, habe ich heute im Innenwinkel habe ich das. So, dann geht es weiter mit Matt Schunk. Das ist so ein Rosé-Ton. So, dann Matt Horowitz. Ich glaube, das sind alles Schauspieler, wenn ich mich nicht irre. Und Matt McDonald. So. Der Rosé-farbene ist hier, wenn die Kamera mal fokussiert. Sieht man ganz leicht. Das hier war Horowitz und das da ist McDonald. McDonald's finde ich auch... McDonald's. Finde ich auch cool. Den habe ich heute hier unten am unteren Wimpernkranz. So, dann kommen die... Also es sind nämlich insgesamt 9 matte Farben. Dann kommt einmal Matali. Das ist so ein Auberginenton, der mir richtig gut gefällt. Dann Matt Schilling. Den habe ich heute auf einem komplett beweglichen Lid. Und Matt Patel, mit dem habe ich heute ausgeblendet.
Mit dem habe ich ausgeblendet, das ist Matt Patel. Das da ist Matt Schilling, den ich auf dem komplett beweglichen Lied habe. Und das hier war Batali oder wie der auch immer heißt, diesen Aubergine-Ton. Und gut, auch wenn man den hier jetzt gerade nicht so gut auf meiner Handfläche entdecken kann und den hier, finde ich, also ich sehe sie sehr gut, die Kamera nimmt so nicht richtig auf. Ich bin total froh, dass ich mir diese Palette geholt habe und dass ich die echt bekommen habe. Ich mache das gerade wieder ab. Die gibt es ja überall zu kaufen in diesen Red Rocks Ständen in Essen und in Dortmund, in dieser Tiergalerie und im Limbecker Platz, genau. Da gibt es diese Paletten, ich glaube, die kosten 28 Euro oder sowas. Oder ihr müsst mal bei eBay gucken, ich habe die für 13 Euro erstanden. Ja gut, sie ist dann natürlich auch nicht neu. Wer halt da pingelig ist, muss da halt für sich schauen. Ich bin da überhaupt nicht pingelig, ich nehme gerne Lidschatten von Freundinnen oder auch von Leuten, wenn die halt wirklich gut erhalten sind. Ja gut, ich werde euch zeigen, den Look, den ich damit geschminkt habe, wenn er euch gefällt. Weil, wie gesagt, ich habe, wie ich schon gesagt habe, habe ich viele Farben. Was heißt viele? Ich habe 4 Farben habe ich davon verwendet fürs Augen-Make-up. Aber ich kann euch die auch nochmal so zeigen. Das ist einmal, den habe ich benutzt. Hallo? Den? Den? Den und den. Habe ich gerade den gezeigt? Nee, ne? Den und den. Die habe ich fürs Augen-Make-up benutzt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr es gemacht habt, dann bleibt einfach dran. Okay, bis dann. Tschüss. Number one, we don't need love. Remember number one, we don't need